Lieber Alex, bei unserem ersten Gespräch konnte ich schon direkt feststellen, was für ein liebenswerter und besonderer Mann du bist. Ich, der immer eine große Klappe hat und immer einen Spruch auf Lager hat, fehlten die Worte, wenn du in Erscheinung getreten bist. Dein erster Eindruck von mir allerdings war, dass ich der süße Junge bin. Und obwohl du süß gut findest, wollte ich dir ganz gerne zeigen, dass mehr in mir steckt. Ich bin, was Liebe und Beziehung angeht, eventuell nicht der Erfahrenste. Doch wenn ich für etwas brenne, dann zu 1000%. Meine Gefühlswelt steht gerade Kopf und ich erkenne mich selbst nicht wieder. Alex, ich möchte dir danken für die unglaublich tolle Zeit. Bei all meinen Selbstzweifeln bin ich immer hartnäckig geblieben und habe das Ziel, die große Liebe zu finden, nie aus den Augen verloren. Du hast mir bei jedem Gespräch Sicherheit vermittelt. Ein Attribut, das ich bei einem Menschen sehr schätze. Gerne würde ich dir dieses Gefühl zurückgeben. Stille Wasser sind nun mal tief. Und ich danke dir vom ganzen Herzen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, von einem Menschen vollkommen verstanden und gesehen zu werden. Es sind auf jeden Fall viele Gefühle im Spiel. Bei mir als auch bei den Jungs. Aber das ist... Durch die Briefe kann man dann doch noch mal mehr in die Jungs reinschauen, als wenn man mit ihnen redet. Wenn man sich hinsetzt, Gedanken macht und irgendwie so das Innere nach außen kehrt. Da war schon Sachen drin, die habe ich bisher nicht gehört. Schon irgendwie schön. Ich fühle mich auch total überfordert und ich weiß, dass ich einen der Männer, die mir solche Briefe schreiben, enttäuschen muss. Es fühlt sich nicht schön an.